Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Tribe Primitiv Bilder. Machen wir nochmal. Test 1, 2, 3. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tribe Primitiv Bilder. Ja, wenn man natürlich lesen kann, ist man klar im Vorteil. Wir sollen eine Kochhütte bauen und keine Unterkunft. Ich habe mich da total vertan und wahrscheinlich haben wir dem Spiel da vorgegriffen, indem wir einfach eventuell dann das Tutorial oder wie man es oder den Ablauf hier, nicht das Tutorial, den Ablauf hier durcheinander bringen. Das heißt, wir werden jetzt hier die Kochhütte mal hinsetzen, ne? So wie das sein soll. Und dann haben wir nämlich auch keine Probleme, irgendwas zu suchen, zu finden, was auch immer. Ja. Und sind natürlich ein paar Ressourcen, die verloren gegangen sind, aber mein Gott. Ich habe ja genug vorgesorgt, dass es trotzdem zügig geht. Das Suchen war jetzt also völlig unnötig, aber so ist es halt. Kann man nicht ändern, ne? Wenn man nicht aufpasst, was man bauen soll, dann passiert es halt. So. Wunderbar. Dann haben wir schon mal das. Das haben wir auch. Dann können wir hier noch ein bisschen Zeug dahin machen. Jawohl. Müssen wir mal gucken. Haben wir alles? Sieht nicht so aus. Von innen sehe ich jetzt nicht. Ja, da oben ist es. Gehen wir rüber. So. Ist aber immer noch nicht fertig, ne? Irgendwas fehlt noch. Ah ja. Sehr schön. Fehlt immer noch eine Kleinigkeit. Der hier. Ja, den haben wir glücklicherweise ja schon gebaut. In weißer Voraussicht. Ja, so sieht's aus, ne? Da haben wir ihn weggemacht. Ja, ich habe auch übrigens mal ein bisschen Weihrauch vorbereitet und ein paar Talismänner, falls wir die brauchen sollten. Und ich würde hier von dem einfach nochmal zwei Stück bauen. Können wir uns auf jeden Fall leisten. Und dann sind zukünftige Gebäude auch kein Problem. So, ansonsten, ja, sieht es eigentlich ganz gut aus. Ich würde sagen, ich esse mal hier so einen kleinen Fisch. Und das Trinken könnten wir eigentlich auch mal hier rauslegen. Das können wir auf die 8 legen und dann können wir auch jederzeit was trinken. Ne? Gut, was haben wir jetzt? Ich soll mich beim Ältesten wieder melden und den Steintotem kostet immer noch Schieferstein. Ich vermute mal, da waren wir einfach ein bisschen zu früh. Ne? So, und wenn ich jetzt mal hier noch so reingehe, könnte ich sagen, wir geben dem mal ein paar Messer. Ich gebe dem nochmal hier ein bisschen Essen. Rein theoretisch müsste ich das ja... Hier kann ich das nicht managen, ne? Nee, kann ich nicht. Aber ich kann hier nochmal ein paar Messer machen. Dann machen wir nochmal 5 Stück. Steine haben wir ja. Und da suche ich mich auch nicht wegen dem Sachen dann tot, ne? Das ist ja dann auch wieder so ein Ding. Na? Genau. Wunderbar. Dann können wir hier auf alle Fälle einen einstellen, der dann auch kocht, hoffentlich. Ja, das ist hier die Feuerstelle. Wunderbar. Na? Und da hätten wir hier die Essensration. Und die macht er sogar, siehst du? Dann haben wir auch was selber an Essen. Ist doch eine feine Sache. Ja, und hier können wir mal die Messer reintun. 4 Stück. Das habe ich plus 4 gemacht, ne? Na, dann mache ich mir drüben noch 1, kein Problem. So, wunderbar. Genau, so geht das nämlich auch. Oder ihr nehmt halt die andere Abteilung, dann funktioniert das irgendwie auch. Ne? Gut, dann haben wir das. Warte mal, das tauschen wir mal so. Das lasse ich so, wie es ist. Und dann würde ich sagen, dann sprinten wir mal zum Ältesten rüber und da sehen wir uns gleich wieder. So, hallo, grüße dich. Was führt dich zu mir, Verwandter? Ich habe mich um das Essen gekümmert. Gut, denk dran, dass der erste Stamm... Was? Dass der Stamm essen muss. Ich werde sie genau beobachten, damit sie nicht mehr als eine Ration pro Tag essen. Aber du musst Essen mitbringen, damit der Stamm sich auf die Arbeit konzentriert und nicht anfängt abzuschweifen. Kein Problem. Wenn der Stamm wächst, kannst du nicht alle Ressourcen bei dir tragen. Das stimmt, bereits ein großer Teil. Das nimmt bereits einen großen Teil meiner Zeit in Anspruch. Naja, gut, irgendwie so. In Anspruch. Und der Feuerberg ist immer noch wütend. Allerdings, ich glaube, es ist Zeit, dass du unseren ersten Träger ernennst. Du kannst das Dooflager unter den Leuchtfeuern nutzen. Okay.
Wir werden die Träger... Was? Wie werden die Träger es wissen? Woher sie ihre Ressourcen beschaffen oder wohin sie sie bringen sollen? Mhm. Du musst ihnen klare Anweisungen geben. Weise sie direkt dem Lager zu. Die Träger sollten ab da weitermachen. Das ist doch schön. Also muss ich nicht länger dem Fisch zum Kochen bringen. Mhm. Nicht so lange der Fischer und der Koch beim Lager zugeteilt sind. Achte darauf, die Werkzeuge. Wenn es im Lager keine Werkzeuge gibt, sind die Träger nicht mehr in der Lage, andere auszurüsten. Ah, okay, das machen die dann auch. Das ist ja eine feine Sache. Ich hoffe, die laufen nicht mit dann wegen einem Wasser hin und her, ne? Weil wir ja doch ein bisschen weit gebaut haben. Aber dafür, glaube ich, umso schöner. Mhm. Du musst nur sicherstellen, dass das Lager voll nicht voll ist. Wenn es das nicht ist, werden die Träger weiterhin einlagern, was die Dorfbewohner herstellen. Mhm. Danke für das Geschenk deiner Weisheit, mein Ältester. Ich werde uns einen zuverlässigen Träger suchen, bevor ich den Koch und den Fischer dem Dorflager zuteile. Feine Sache. So, wunderbar. Dorflager am Hütten. Was? Um Hütten miteinander zu verbinden, teile sie im Stammesmenü dem Lager zu. Das machen wir da hinten bei Storage wahrscheinlich, ne? Village Storage, genau. Je mehr Träger im Lager sind, desto mehr Hütten können verbunden werden. Okay. Aha, ist ja ein Ding. Stammesmenü mit D, Produktion im Lager. Okay, ich denke, das ist klar soweit. Was soll ich tun? Heure Träger über den Reiterlager an. Teile die Fischerhütte dem Dorflager zu. Teile die Kochhütte dem Dorflager zu. Also mit T müsste das jetzt funktionieren. Dorflager ist rot. Soll das so sein? Lagerbestände. Dorflager. Verbrauch. Essensration täglicher Bedarf 4,5. Was? What? Gelagert 52. Mhm. Ist das dein Ernst? So viel habe ich denn jetzt? Ich habe 4 Leute, ne? Wenn ich in der Fischerhütte noch einen abziehe, habe ich in der Kochhütte zum Beispiel einen. Ne? So, Dorflager ist aktiviert. Das läuft schon mal. Und... Ja, im Dorflager haben wir auch einen. Das heißt also, wir haben jetzt 4 Leute. Gut. 4 haben wir, 4 Schlafplätze haben wir, Arbeiter in Produktion. Ja. Das heißt, wir müssten jetzt mal hier noch das Dings finden. Das wäre noch eine ganz feine Sache. Das andere haben wir nicht. Ja, und ich glaube, so läuft das erstmal, ne? Ein Messer haben wir auch zugeordnet. Das sind 5 noch. 4 Speere haben sie noch. Ja, dann werde ich demnächst mal ein paar Speere machen. Und finde den Ältesten auch. Das haben wir gerade gemacht. Okay, dann können wir... Oh, wow. Siehst du, da wäre es jetzt sonst vorhin gerammelt. Wo ist er denn hin? Juhu. So, Ältester. Servus. Ich habe die richtigen Träger für uns gefunden. Ausgezeichnet. Jetzt, wo ihr euch keine Sorgen mehr über Nahrung machen müsst. Wir müssen unseren Stamm vergrößern. Wenn wir überleben wollen, der Feuerberg ist unausweichlich, so die Götter wollen, können wir das große Boot gemäß deiner Vision bauen und überleben. Ist eigentlich eine geile Story, ne? Sprich mit unserem Speer. Er wird dir helfen, mehr Verbannte auf der Insel zu finden. Okay. Ich bin dabei. Sprich mit dem Speer. Haben wir hier irgendwo einen Hinweis, wo der ist? Da hinten. Ja, dann machen wir mal. Ich gehe mal hier lang. Entschuldigung, ich muss hier mal vorbei. Entschuldigung. Wichtige Sendung. So, da ist der Speer. Ah, ja. Hallo, hallo, Frischfleisch. Ich höre, du bist unser neuer Baumeister. Gut, ich kann nicht einmal einen Knoten binden, aber ich habe Adleraugen. Gerade eben habe ich einen gefesselten Mann an der Flussmündung gesehen. Na, das ist ja spannend. Finde ihn, biete ihn unsere Hilfe an, während ich nach anderen suche. Wir brauchen gute Arbeiter. Ja, das ist richtig. Wir brauchen jede Menge. Ich werde ihn finden. Da, na, das ist ja einfach. Mit Ausrufezeichen ist das ja einfach, ne? An unserer Fischerhütte müsste der sein in der Nähe. Schauen wir mal. Oder? Irgendwie schon, ne?
So, ich habe auf dem Hinweg hier ein bisschen abgeholzt, ne, dass wir den Fehlbau wieder ein bisschen ausgeglichen haben. Ich meine, wir haben ja genug, aber trotzdem, man kann nie genug haben irgendwo. So, ich würde hier gerne nochmal reinschauen, wie es aussieht. Wir haben noch 3 Speere, ja, müssen wir auf alle Fälle was tun, ne? Genau, am Ende wird wahrscheinlich hier auch, halt, warte mal. Am Ende wird wahrscheinlich hier auch einer ausreichen. Hier, nimm das mal mit. So. Da ist unser Fischer. Der macht sein Ding hier. Finde ich gut. Gefällt mir. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken, ne? Ja. Da liegt er da vorne. Sehr gut. Also das ganze System, so wie das aufgebaut ist, gefällt mir echt gut, ne? So, hallo. Gefesselter Stammesangehöriger, hilf mir. Ja, ja, mach ich ja. Bleib ruhig, ich mach da, ist keine Zeit. Gefesselter Stammesangehöriger, du hast mich gerettet. Nicht umsonst. Nicht umsonst, du hast vielleicht eine Chance bei unserem Stamm, aber nur, wenn du bereit bist, hart zu arbeiten. Finde unseren Ältesten in der Höhle beim Dorf. Das ist aber auch eine fiese Nummer, ne? Die Verbannten, die kommen auf eine Insel, die höchstwahrscheinlich dem Untergang geweiht ist. Alles, was du wünschst, ich danke dir. Vielen Dank. So, Schlafhütte. Ja, jetzt kommt das nämlich, ne? Nur Stammesangehörige mit einem Schlafplatz können zur Arbeit eingeteilt werden. Baue neue Schlafhütten, wenn die Bevölkerung die Anzahl der Schlafplätze übersteigt. Machen wir doch, ist doch kein Problem. Ja, da waren wir dem Spiel etwas voraus, ne? Aber ist kein Problem. So, wir laufen das jetzt trotzdem mal. Ich habe ja, wie gesagt, ein paar Meter können wir da auch mal das tun. Ja, und hier vorne, die Sachen sind ja nicht weggespawnt. Ich weiß nicht, ob sie jetzt weg sind. Nee, die sind immer noch da. So, ich nehme mal mit, was ich kann. Und dann lagern wir die oben in der Kiste ein. Vielleicht brauchen wir davon das ein oder andere noch. Ich habe mich in der Zwischenzeit noch nicht ausgelockt. Vielleicht werden sie da weg. Brennt unsere Hütte? Nee, gut. Ja, und es wird gleich wieder Nacht werden. Ich denke, wir werden das mal schnell wegschlafen. Wie sieht's denn hier aus? Ich würde dir gerne was geben. Und zwar das hier. Siehst du, der hat schon wieder... Ach nee, das ist ja dein Essen, ne? Ja, Messer hat er. Sollte funktionieren, ne? Hier sehen wir den Fortschritt. Läuft. Okay, macht er. Gut, dann würde ich jetzt nochmal dafür sorgen, dass wir hier auf alle Fälle noch ein paar Speere haben. Aber da würde ich erstmal das auch gerne hier reintun. Was wir jetzt gerade nicht brauchen. Warte mal, die Axt kommt hier rein. Und der Hammer, und das kommt da rein. Das Messer. Ja, da würde ich nochmal... Was machen wir nochmal? Nochmal 4 Messer oder so? Machen wir 5, ist kein Problem. Und dann machen wir noch 5 Speere. Warte mal, dann machen wir 1 weniger. Ne, dann machen wir noch 1. So, dann haben wir 2, 4, 5 und 1 habe ich selber. Genau, und dann können wir das schon mal rüber tun. Mhm. Halt, machen wir hier rein. Sollte ja so funktionieren, ne? 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Das gefällt auf jeden Fall. Okay, und jetzt hätte ich gerne noch ein paar Speere. Ja, die sind da unten eigentlich ziemlich schnell. 3, 6, 7, 8. 2. Ja, würde ich schon ganz gerne so machen. So, das würde ich dann eigentlich auch noch ganz schnell runterbringen. Oder wir heben das uns für den nächsten Tag auf. Finde ich auch eine gute Idee. Heben uns für den nächsten Tag auf. Es ist ja schon wieder spät. Wo ist mein ganzes Essen hin? Hier. So. Okay. Dann machen wir mal. Morgens um 4. Morgens um 7. 10 Stunden ist okay. So, wunderbar. Sehr schön. Okay, wie sieht es denn bei dir aus? Der hatte... Nein, der hat das schon alles umgewandelt. Schau dir das mal an. Da warst du nicht geschlafen? Das ist ja übel. Nee, was habe ich denn jetzt gesehen? Der hat doch 58 Essen hier, ne? Oder sehe ich das falsch? Warte mal, ich tue das mal rein hier. Teilen. Ja, der arbeitet natürlich nur, wenn er Essen hat, ne? Gut, ja, komisch, aber ist so, ne?
So, wunderbar. Okay, dann machen wir kurz einen Schnitt. Okay, da sind wir erstmal hier wieder. Jetzt würde ich natürlich die ganzen Speere hier reintun. Aber ich glaube, das kriegt man schneller hin, wenn wir das so machen, ne? So, siehst du? Dann läuft das auch. Okay, jetzt muss ich bloß mal kurz gucken. Essen haben die noch. Das läuft auch. Okay. Nee, so wollte ich das nicht haben. Aber so ist okay. So gefällt mir das. Gut, dann suchen wir uns den Speer. Der ist da oben. Das ist cool. Okay. Ist ja nicht so weit. Komme ich hier durch? Schwuppdiwupps. Hi. Aber gerne doch. Ja, er ist einer, jetzt einer von uns. Der Stamm wächst. Der Stamm wächst tatsächlich. Ich kann auf meine Runde nach anderen suchen. Komm zu mir, wenn du neue Mitarbeiter brauchst. Der Älteste sucht derweil nach dir. Lass ihn nicht warten. Mhm. Okay, ich werde zu ihm gehen. So, wo ist er denn? Irgendwo da, ne? Okay. Ja, habe ich. So. Ja, er hat mir gesagt, dass du mich suchst. Ah, der Stamm wird stärker. Sorge dafür, dass er sich wie zu Hause fühlt, bevor er ein guter Arbeiter wird. Geh und baue eine Schlafhütte für ihn. Mhm. Ich habe gerade eine leere Schlafhütte gebaut. Habe ich das? Habe ich das wirklich? Die Götter finden unseren Stamm sicher amüsant. Gut, das heißt, wir können weiter wachsen. Vergiss nicht, dass alle neuen Verbanden ihre eigenen Schlafhütten brauchen. Aber komm erst mal her und hör zu. Habe ich die jetzt wirklich gebaut? Haben wir da gar nicht. Okay. Es ist Zeit, dass der Stamm beginnt, Ressourcen für dich zusammenzutragen. Für mich? Okay. Woran denkst du? Führe ein Ritual durch, um sicherzustellen, dass wir die Götter nicht verärgern. Dann musst du eine Sammlerhütte bauen. Aber das Spiel prüft gar nicht, ob ich die gebaut habe, ne? Hat er das vielleicht von Frunz noch genommen? Wir brauchen mehr Verbande, um uns zu vergrößern. Sprich mit dem Speer. Ich bin dabei. Also führe ich ein Ritual durch, errichte die Sammlerhütte und spreche dann mit dem Speer. Bin schon unterwegs. Na dann. Wunderbar. Stammesbevölkerung. Sprich mit dem Speer, um neue Verbände zu finden, die sich deinem Stamm anschließen können. Er sollte einen Punkt auf der Karte markieren. Karte ist M. Ja, wenn ich den jetzt spreche. Warte mal. Wir machen erstmal das Unterkunftsgebäude und dann machen wir die Sammlerhütte und dann machen wir noch ein Ritual. Wo fangen wir an? Das Ritual habe ich wohl schon durchgeführt. Ach, das war das, was wir vorgezogen haben. Ja, da sind wir dem ein bisschen vorgegriffen. Ne? Deswegen konnte man nämlich auch die Hütte bauen hier. Die Unterkunftshütte, was ich ja eigentlich gar nicht so wollte. Erhöhe die Bevölkerung. Glaube ich zumindest, dass das so zusammenhing. Weiß ich aber auch nicht mehr genau. Ist auch nicht so schlimm. Wir tun uns mal hier durchgraben. So, das haben wir gemacht. Baue eine Sammlerhütte und die Unterkunft müssen wir noch bauen. Das können wir gerne tun. So, uns fehlt dann immer noch eine Rune, sozusagen, die wir noch aktivieren müssen. Und ich würde sagen, wir müssen dann mal links hinter uns bewegen. Da, wo ich gerne noch hin wollte, da hinten hin, über den Hügel drüber. Vielleicht ist dort noch was zu finden. Ansonsten müssen wir schauen, wo wir die finden. Aber würde ich natürlich schon gerne noch die fünfte finden. Gibt da einen kleinen Bonus auf diverse Sachen. Ist bestimmt eine feine Sache. Und hier können wir vielleicht noch was mitnehmen. Na, weil es geht ja nicht weg. Dann haben wir auch keine Verunreinigung hier am Strand. Na, dann passt das. Wir werfen das dafür lieber schön ins Feuer, dass die Luft schön verschmutzt wird. Passt.
So, finde ich aber auch gut, wie die den Kamin hier gelöst haben, ne? Das ist echt cool. Kannst du nicht anders sagen. So, und dann tue ich das mal hier rein. So, das haben wir. Dann können wir mal was trinken. Das haben wir auch. So, ich soll jetzt hier bauen eine Sammlerhütte. Erstmal muss ich gucken, ich brauche jetzt die Unterkunft hier. Eine Schlafhütte soll ich bauen, ne? Genau, die machen wir mal hier hin. So, und dann brauchte ich noch eine Sammlerhütte. Genau, eine Sammlerhütte. Warte mal. Geh mal ganz kurz raus. Ich will mal ganz kurz prüfen, ob es nicht vielleicht besser ist, wenn wir nicht alles am einen Fleck bauen, sondern auch ein bisschen diversifizieren, oder? Wobei, es ist schon eine geniale Ebene hier, ne? Vor allem der Blick. Kommst du früh raus und denkst dir, ja, ja, es wird Zeit, das Boot zu bauen. Irgendwie so. Auf der anderen Seite könnte man das natürlich hier alles so schön im Halbkreis aufbauen, ne? So, warte mal. Hier war's. Sammlerhütte sollen wir bauen. Dann machen wir das doch. Ja, das passt schon. So, ich baue aber erstmal schnell das Häusel hier, was wir ja sowieso irgendwie bauen sollten. Ja, dann haben wir das auch erledigt. Ja, das hatte ich falsch gelesen oder falsch angenommen. Ich weiß es auch nicht genau. Auf alle Fälle habe ich es halt ein bisschen vermehrt. Aber das passt schon. So. Die Hütte ist fertig, so wie es aussieht, ne? Ach, jetzt kann ich es auf einmal bauen. Bambus 10. Was willst du haben? Ein Bambus-Totem? Ne, den habe ich doch noch. Wieso habe ich das aber da drüben? Weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil ich das für das hier brauche. So, wunderbar. Ich komme gar nicht ran. Ist ja ein Ding. Nee, so geht's auch nicht. Jetzt ja. Also ich finde es auch klasse gemacht, dass die Hütten alle ein bisschen anders sind. Ist echt schick. Okay. Irgendwie auch sehr gemütlich, ne? Vielleicht ein bisschen nicht unbedingt luftdicht, aber irgendwie schick. So, das ist die Sammlerhütte. Wunderbar. Da fehlt, glaube ich, noch das Totem hier davor. Aber das haben wir ja auch. Siehst du, da ist es auch fertig. Erhöhe die Bevölkerung auf 8. So, jetzt muss ich mal mit dem Speer sprechen. Das müsste ich natürlich als erstes jetzt machen. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Haben wir noch was zum... Wir hatten noch ein paar Messer übrig, ne? Die würde ich mal noch mitnehmen. So. Können wir hier drüben mit reintun. So. Und so. Wunderbar. Ja, dann reden wir mal mit dem Speer, ne? Na, guck mal, was wir hier haben. Ach so, das können wir mal wegkloppen. Warte mal, das machen wir gleich mal. Oh. Okay. Sehr gut. Warte, Speer, ich komme. So. Hallo! Ja, brauche ich. Tue ich.
Ich habe den Ort, wo ich das Lagerfeuer gesehen habe, auf der Karte markiert. Vielen Dank. So, dann schauen wir mal auf der Karte. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Also, ich wollte sowieso hier runtergehen. Müssen wir mal gucken, ne? Ich würde allerdings jetzt nicht hier durchgehen eigentlich. Obwohl, das können wir auch machen. Rechts rum. Kommen wir hier rüber. Mal gucken, ob wir hier durch die Höhle kommen. Sollte ja eigentlich passen, ne? Oder über den Berg. Wir prüfen. Da kürzt man ein bisschen ab, ne? Ist hier vielleicht noch so, so eine Rune? Was ist denn das hier oben? Ne, ist bloß ein Fels. Hätten wir da lang laufen müssen? Ich probiere es einfach mal. Ja. Sieht so aus, ne? Schön. Wo sind wir denn jetzt? Krass. Ich will nochmal hier drüber schauen. Nicht, dass wir hier vielleicht so eine Rune hier genau vor der Nase haben. Und die dann übersehen. Sieht nicht so aus. Komme ich hier runter? Ja. Ein klein wenig verwirrend ist es schon, die ganze Karte, aber prinzipiell ist sie gut gemacht. So, die eine hat man hier hinten, ne? Genau da war die eine. Tja, eine fehlt mir noch. Aber es ist gut, dass wir hier durchgehen. Denn vielleicht haben wir die gleich hier in der Nähe. Schauen wir mal, ne? Was? Gubbel, Gubbel? Oh, das sind Gubbel, Gubbels. Ich habe kein Speer dabei. Ich habe kein Speer dabei. Schade. Aber ich muss trotzdem mal gucken. Hallo, Gubbel, Gubbel. Gubbel, Gubbel. Ah, das sind wir da mal. Hallo? Ich habe Vorfahrt. Ist hier irgendwas? Nee, ne? Schade. So, wir können aber mal gucken, ob wir hier was sehen. Nicht wirklich. Na gut, dann machen wir uns mal auf den Weg zu denen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Genau. Was soll das eigentlich sein? Wilder Mais oder sowas? Oder ist das so eine brasilianische Pflanze? Ich weiß, oder wie heißt die? Ist da auch sowas, was die... Oder afrikanisch, was die da so essen? Weiß ich nicht, wie der heißt. Oh, hier. Feuer. Mahlzeit. Was willst du, Fremder? Bin nur hier auf der Durchreise. Folge uns. Hallo, Mitverbannter. Wir haben hier in der Nähe ein Dorf gegründet. Du kannst dich uns anschließen, wenn du bereit bist, für deinen Anteil zu arbeiten. Ich sprich mit dem Ältesten. Er wartet in der Höhle auf neue Bewerber. Und? Hallo? Ich dachte, ich würde hier verhungern. Aber nicht doch. Danke, ich werde euch helfen, so gut ich kann. So, und du? Was willst du, Fremder? Na, dasselbe, was ich dem anderen schon gesagt habe. Folge uns. Ja, komm, mach los. Ich dachte, ich würde hier verhungern. Danke, ich werde euch helfen, so gut ich kann. Wunderbar. Haben wir das auch erledigt? Was ist mit dem Feuer hier? Feuer und offenes Licht. Ach, hier sitzt ja noch einer. Was willst du, Fremder? Folge uns. Bam, bam, dasselbe, dasselbe und dasselbe. Gut,
Ja, es wird schon wieder dunkel. Das ist natürlich wieder... Wo sind wir denn jetzt eigentlich hier? Kann ich hier... geradezu vielleicht? Ja, die sind jetzt auf dem Weg. Das ist natürlich eine coole Sache. Allerdings sehe ich jetzt leider im Dunkeln nicht mehr ganz so viel. So, ich gehe mal hier lang. Aber es mit dem Mond... Der ist aber groß. Ist auch schön gemacht, ne? Ja, jetzt bin ich wieder hier. Das wollte ich eigentlich nicht unbedingt. Aber so ist es halt. Hätten wir denn hier vielleicht noch so eine Rune? Dass die hier irgendwo haust? Sieht nicht so aus, ne? Nee. Haben wir leider nicht. Was ist denn das hier? Ah ja. Okay, hier ist auch nichts. Ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so den Eindruck, dass das mit dem Schiefer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, ein Bug war, aber irgendwie nicht so im Sinne des Erfinders, ne? Okay. Das sind ja die blauen Steine hier, ne? Das ist nicht das, was wir gesucht hatten. Gut, jetzt muss ich mal schauen, wo sind wir. Ich wollte eigentlich nochmal hier hinten hin, ne? Oh Gott, das ist hoch. Das ging. So, wo sind wir denn hier? Da müssen wir eigentlich da lang. Ich würde aber noch mal ganz kurz hier schauen. Kommen wir nicht lang. Okay. Ist hier noch so eine Rune? Komm, ich schau mal hier oben. Hier einer im Hintergrund. Da unten sind die Gubbel-Gubbels. Okay. Siehst du, hier pfeift einer. Das ist der Speer. Na, das ist ja mal der Hammer. Wie viele haben wir denn jetzt eigentlich? 8 von 7. Wir müssen noch eine Hütte bauen. Okay. So, ich tue trotzdem mal hier. So, jetzt muss ich mal schauen. Wir sind hier und ich müsste eigentlich immer hier trotzdem hier rüber, ne? Upsala. Genau. So, jetzt müssen wir da lang. Da, wo ich lang wollte. Genau. Ja, finde ich gut, wie es gemacht ist. Ist echt, echt toll. Na, nur, dass mir die ganzen Wege immer hin und her laufen, ist vielleicht ein bisschen nervig, aber prinzipiell schönes Ding. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt hier den 5. finden. Weil das so eine Ecke ist, wo wahrscheinlich niemand groß hingeht, ne? Nee, sieht nicht so aus. Schade. So, hier werden wir wieder an den Weg kommen. Ja. Habe ich hier noch eine Rune? Läuft denn dort? Ach so, meine Güte.
Okay, das ist das. Aber hier haben wir auch nichts, ne? Nee, hier ist wirklich nichts. Ein bisschen schade, aber wir werden das schon noch finden, hoffe ich. Es könnte natürlich sein, dass es auch woanders ist. Dass wir drüben nochmal schauen müssen, in dem Bereich hier drüben. Dass es vielleicht hier ist noch, ne? Vielleicht haben wir es da übersehen oder... Weiß nicht. Aber prinzipiell ist es eine super geile Ebene hier. Ist natürlich alles so ein bisschen wetteranfällig, aber von der Sache her voll okay, ne? So, muss ich hier was reintun ins Lager? Weiß ich nicht. Stammesentwicklung. Mhm, melde dich beim Ältesten, soll ich wieder machen. Der eine schläft hier, okay. Ach so, wir müssten noch eine Hütte bauen, ne? Das machen wir mal. Ich hole erstmal mir ein bisschen Energie wieder. So, dann, warte mal, ich brauche noch einen Speer, brauche ich irgendwie. Für mich selber, ne? So, haben wir. Genau, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe sicherlich hier jede Menge Essen, oder? Verstehe das nicht ganz. Hier ist das als roher Fisch. Muss ich das hier einstellen extra? Ach, der hat selber nichts zu essen jetzt. Kann das sein? Erforderliche Ressource. Der nimmt es so nicht. Kann das sein? Ja, weiß ich jetzt auch nicht, woran es hier liegt. Doch, der arbeitet jetzt ja. Das hat er Dings gebracht. Okay, dann ist es rein theoretisch natürlich. Okay. Ja gut, so können wir das jetzt lassen. Das ist, wenn ich es selber mache, genau. Und das ist das Lager. Ja, dann funktioniert es irgendwie doch. Gut, keine Ahnung. Messer hat er auch genug. Sollte alles passen. Wunderbar. Gut, wo muss ich jetzt hin zum Ältesten? Das machen wir mal. So, ich habe natürlich noch was vergessen. Wir wollten ja noch eine Hütte bauen, ne? Das war ja wichtig. Ich sollte ja noch eine Wohnhütte bauen. Schlafhütte, genau. Die reicht nicht. Wir haben 8 Leute und nur 7 Schlafplätze. Das ist äußerst ungünstig. Deswegen machen wir das mal. So. Haben wir auch. So, das machen wir mal hier. Da geht es ein bisschen schneller. Und noch eins da. Ja, sehr gut. Na, dann haben wir jetzt 8 von 10. Wunderbare Sache. So, jetzt gehen wir zum Ältesten. Gut. Auxile. Hallöchen. Die Sammlerhütte steht stabil. Gut, vergiss nicht, unser Lager einem Sammler zuzuweisen. Wir werden zusätzlich Träger brauchen. Wir können nicht erwarten, dass sie mit mehr als 3 Hütten gleichzeitig arbeiten. Okay, was soll ich als nächstes tun? Wie du bereits weißt, brauchen die Arbeiter einen unendlichen Vorrat an Werkzeugen. Sobald du Werkzeugmacher anstellst, haben wir eine vollständige Versorgungskette. Das ist wohl wahr. Mhm, ich bin schon dabei. Gut, baue eine Werkzeughütte. Das können wir doch machen. So, wo müssen wir denn hin? Ich muss immer noch mal nach der Richtung schauen. Wir müssen ein bisschen weiter links. Sehr gut.
Okay. Ja, rein theoretisch sollten die ja jetzt von alleine ihr Zeug hin und her transportieren, ne? Ob das jetzt Fisch ist, ob das jetzt sonstige Sachen sind. So sollte es eigentlich sein. Den hat man schon gemacht hier, ne? Hier ist aber auch kein zweiter, oder? Hier sind wir auch noch nicht lang gelaufen. Vielleicht prüft man das nochmal, wo das hier hingeht. Ah, na guck mal einer an. Nee, hier waren wir schon. Die kennen wir doch, ne? Genau, die ist leer. Aber das, wenn wir schon mal hier sind. So. Ja, so einen Punkt sehe ich leider nicht hier, wo vielleicht das noch sein könnte. Aber ich glaube, hier waren wir noch nicht so. Vielleicht schauen wir mal hier drüber. Da, das könnte sein. Das ist es 100 Pro, hier waren wir noch nicht, ne? Sehr schön. Genau. Da haben wir es. Alles freigeschaltet. Warte, wo ist es? Ich finde es gleich gar nicht. Hier, Bäumchen. Alles freigeschaltet, wunderbare Sache. So soll das sein. Und hier drüben haben wir noch eine Hütte. Ich finde das auch sehr gut gemacht hier mit dem, mit der Lava. Sehr schön. Naja, nicht schlecht, nehme ich doch. Warte mal. Wir kriegen das durch das Abbauen auch wieder. Na, das ist doch genial, oder? Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich habe das gerade gesehen, weil da unten das draufgezählt hat, ne? Schön. Das gefällt mir immer besser hier. Hier. Und nicht wenig, ne? Wobei es ging hoch und dann ging es wieder runter. So richtig weiß ich aber auch nicht, das zu deuten. Naja, ist egal. Keine Ahnung. Auf alle Fälle haben wir den Baum jetzt komplett. Das ist schon mal was. Und dann würde ich sagen, was sollen wir als nächstes machen? Den Werkzeugmacherhütte bauen. Da sehen wir uns gleich wieder. Ja, zum Glück habe ich es noch gemerkt, dass wir auf halber Strecke ja eigentlich hierher müssen. Denn den Werkzeugmacher haben wir nämlich noch nicht freigeschaltet. Und das heißt, wir würden das jetzt mal tun. Jetzt bekommen wir die Holzfällerhütte. Und jetzt muss ich mal schauen, ob es das jetzt war. Lagerhütte, Marktplatz, Werkzeugmacher brauche ich. Was habe ich denn jetzt freigeschaltet? Die Holzfällerhütte. Aber warum? Sammlerhütte, Schamanenhütte und Holzfällerhütte. Hm, brauche ich jetzt eigentlich gar nicht so. Warte mal, ich wollte eigentlich... Das wollte ich haben. Werkzeugmacher wollte ich haben. Naja gut, ist egal. Wir haben es doch. Wenn ich wir wäre, dann, ne? So, da haben wir die Werkzeugmacherhütte freigeschaltet. Und wir können übrigens nochmal reinschauen, ob es noch was gibt. Ja, wir hätten jetzt noch die... Reise zum westlichen Altar. Mhm. Und was haben wir hier? Holztotem. Oh. Tonschalen, göttlicher Sand, göttlicher Weihrauch. Na, das ist ja ein Ding. Und eine Lagerhütte. So, warte mal. Dann machen wir mal Reise zum westlichen Altar. Dann machen wir das auch noch frei. Ist ja kein Problem. Sehr schön. Wenn wir es können, können wir es auch gleich machen. Und dann hätten wir hier noch das Holztotem. Mache ich auch gleich noch. Alles, was geht. Sehr schön. So, was haben wir noch? Jetzt fehlt uns Weihrauch, die Lagerhütte. Ja, die wäre jetzt noch wichtig gewesen, ne? Aber da fehlt uns jetzt der Weihrauch. Haben wir keinen mehr. Können wir den welchen hier herstellen? Haben wir hier eine, hatten wir hier nicht irgendwo mal eine Werkbank?
Wir waren irgendwo mal drin, da hat man die Werkbank, ne? Ich muss mal gucken, irgendwo müssen wir mal hier anders abbiegen. Aber das ist alles Ausgang hier. Da sind wir in der falschen Höhle. Wir müssten hier rüber. Links wäre jetzt... warte mal, wenn ich da hinschaue. Nee, ich muss da irgendwie da raus. So, ich habe dann doch eine Planänderung gemacht, weil einfach schon zu spät und zu dunkel und ja, der Weg war auch nicht unbedingt der beste hier rüber in die Höhle, wo die Werkstatt stand. Dann habe ich einfach den Weg nach Hause genommen und geschlafen, gegessen, getrunken. Ich habe mir ein paar Weihrauch und noch ein paar Talismänner gemacht, dass wir in Zukunft dann auch dort wieder ungehindert vorankommen. Hat jetzt unsere Kräuter und auch unsere Äste aufgebraucht. Ist aber nicht so schlimm. Wir bauen jetzt den Werkzeugmacher noch, den er noch gewünscht hat. Vielleicht könnten wir aber den auch mal hier hinbauen. Weiß ich nicht. Fetzt das? Fetzt das, wenn wir den da hinbauen? Oder wollen wir es lieber hier im Kreis machen? Vielleicht machen wir es hier im Kreis und dann können wir vielleicht noch eine Hütte gleich dazu bauen. Ja. Jetzt muss ich mal gucken. Hier ist das. Ja, das glaube ich ist ganz gut. Und ich würde noch eine Hütte bauen. Ich weiß nicht genau, wie viel wir brauchen. Schlafhütte. Machen wir noch eine dazu. Dann haben wir hier so ein bisschen einen Halbkreis oder sowas. Ne? So, prüfen wir mal. Ich hoffe, dass die Ressourcen reichen, die ich noch dabei habe. Aber ich denke schon. So. Na, komm her. Dann machen wir das hier oben. Jawohl. Sehr gut. Sehr schön. Wunderbar. Die Hütte ist fertig. Jetzt machen wir das noch hier. Und dann haben wir auf alle Fälle für 13 Leute schon mal eine Unterkunft. Wenn wir denn überhaupt so viel wären, ne? So. Wunderbar. Sehr gut. Die ist wieder anders gemacht, ne? Auch schön. Ja. Schöne Sache. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen zum Hinstellen. Und noch so ein Totem. Ja, schön. Melde dich beim Ältesten zurück. Das machen wir in der nächsten Folge. Ja, und dann haben wir jetzt die Hütte auch gebaut. Aber das sind... Jetzt muss ich mal überlegen. Das war jetzt die Hütte für... Jetzt muss ich nochmal gucken. Das ist der Werkzeugmacher. Und der hat jetzt auch Schlafplätze drin? Oder was soll das sein? Ja, hier kannst du auch schlafen. Na, das ist ja ein Ding. Okay, dann hätte ich die gar nicht bauen brauchen. Aber ist egal, so nimmt das langsam so ein bisschen den Dorfcharakter hier an. Das ist dann hier das Innenleben. Und dann kann man natürlich hier noch hochbauen, wie man das gerne möchte. Ist auf alle Fälle eine feine Sache. Ja, schön. Dann müssten unsere Schlafplätze sind aber nicht mehr geworden. Ja, das ist nur was für uns wieder. Hm. Rein von der Hütte sind bloß die Schlafplätze da, ne? Macht aber auch nichts. So, das war die Hütte. Ich will hier rein. Ich würde mir gerne noch so ein Bambustotem bauen. Ich weiß bloß nicht, ob wir es noch brauchen. Na, wir warten vielleicht mal ab. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao und auf bald.